Das Team macht ganz viel aus. Wir sind ein Spitzenteam, wir halten alle immer zusammen. Jeder hilft jedem und wenn es in der Küche brennt, dann springt einer vom Service in die Küche und hilft einer. Das ist eigentlich das Schöne. Nur im Team sind wir stark. Also alleine kann in den großen Betrieb keiner mehr was irgendwie großartig ausrichten. Weil es geht immer nur gemeinsam. Das ist ganz wichtig. Und man muss bei uns anreißen können. Was ich sehr schätze, meine wichtigsten Mitarbeiter, ist eine Eigenständigkeit, selbst Entscheidungen auch zu treffen. Und ich sage immer, das Wichtigste ist für mich, wenn das nicht nur Mitarbeiter sind, sondern auch Mitdenker sind, dann in Zeiten, wo es richtig bei uns am See, wo es richtig abgeht, dann das nötige Durchhaltevermögen haben und sagen, so, jetzt das ziehen wir jetzt durch, das Ding, und das schaffen wir. Der Robert ist sehr flexibel. Ich als Mama bin da sehr dankbar dafür, weil ich muss leider irgendwie jede Woche sagen, hey, ich kann so und so arbeiten und ich bräuchte bitte da und da frei, weil da habe ich einen Babysitter. Wunschtage werden immer berücksichtigt, wenn es irgendwie möglich ist. Also wenn man jetzt unbedingt frei braucht, weil man was vorhat oder einen Termin. Das wird, wenn es geht, immer umgesetzt. Das ist auch meine Devise, eher ein lockerer Führungsstil. Einfach der persönliche Umgang mit meinen Mitarbeitern, wir sind alle per Du und das ist mir eigentlich sehr wichtig. Also es kann jeder immer zu mir kommen, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder auch wenn er irgendwelche privaten Probleme hat oder so. Das ist ganz wichtig und das sollte eigentlich unseren Betrieb auch nur menschlich lassen und als Familienbetrieb zeigen.